Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Heute schauen wir uns eine Waffe an, die wir aus einem alten Call of Duty kennen, und es geht um kein geringeres COD als Ghosts. COD Ghosts war ja so ein Spiel, was bei den meisten nicht so gut angekommen ist, obwohl es echt gute Sachen hat. Allerdings gab es in dem Spiel natürlich auch nicht nur schlechte Sachen, sondern es gab auch coole Waffen, wie zum Beispiel die Honey Badgers, jetzt auch, glaube ich, auch die einzige Waffe, an die ich mich so direkt erinnern kann. Durch das ganze Smith-System in Modern Warfare haben wir die Möglichkeit, aus der M13 quasi eine Honey Badger-Variante zu machen. Natürlich ist es nicht 1:1 die Honey Badger aus Ghosts, aber es kommt der Waffe natürlich sehr, sehr ähnlich. Ich werde natürlich im Verlauf des Videos zeigen, wie ihr diese Waffe aus der M13 machen könnt. Und bevor es losgeht, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Modern Warfare-Videos in Zukunft verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein kostenloses Abo da, würde mich echt mega freuen. Road to 3K ist da. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Runde. Let's go. So, da haben wir schon die Honey Badger. Natürlich seht ihr, es ist im Endeffekt immer noch die M13 von oben. Allerdings ähnelt diese Variante schon sehr der Honey Badger aus COD Ghosts. Schmeckt. Und ich muss sagen, die Waffe lässt sich auf jeden Fall auf den ersten Blick sehr, sehr gut spielen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, so schnell wie möglich auf die neue Obsidian-Tarnung zu grinden. Allerdings hatte ich jetzt am Wochenende nicht so viel Zeit. Ich bin mir sicher, wenn ich durchgegrindet hätte, hätte ich sie spätestens nach 2 Tagen erreicht. Aber wie gesagt, am Wochenende hatte ich jetzt nicht so viel Zeit zu grinden. Aber immerhin habe ich jetzt ungefähr die Hälfte geschafft von der MP7. Okay. Aber natürlich werde ich das Ganze jetzt so schnell wie möglich versuchen nachzuholen mit der MP7. Wenn ihr das sehen wollt in dem Video, schreibt mir gerne Hashtag Obsidian in die Kommentare. Da könnt ihr mir auch zusehen, wie ich wirklich mental und psychisch einfach komplett zugrunde gehe auf Shipment. Shipments sind zurzeit wirklich echte Höllenquallen. Die einen versuchen auf Obsidian zu grinden, tryharden wirklich um jeden einzelnen Kill. Und die restlichen versuchen auf Krampf noch das neue LMG freizuschalten, werfen überall Smokes in jeder, sprayt einfach nur noch rein. Und das Matchmaking nach dem Update ist wirklich absolut Katastrophe. Man trifft nur noch Tryhards, nur noch absolute MLG-Spieler. In jedem Gunfight wird einfach geschwitzt, als würde es irgendwie von Millionen von Euro gehen. Und seit dem Update ist die Server-Connection auch wirklich extrem schwierig. Seit dem Update ist es auch so, dass irgendwie gefühlt jede zweite Runde komplett am Lecken ist, zumindest in Warzone. Und natürlich im Multiplayer, man findet erst... Er spielt mit Shotgun, er spielt mit... Wieso? Man findet auch höchstens alle 10 Minuten eine Lobby, kann dann eine Runde zocken, muss dann wieder 10 Minuten warten, um die nächste Runde zu zocken. Also ich hoffe, dass ich das so schnell wie möglich wieder in den Griff bekomme, denn es macht einfach so gut wie gar keinen Spaß, wenn man 10 Minuten auf eine Lobby suchen muss im Multiplayer. Oder wenn man einfach gefühlt aus jeder zweiten Warzone-Runde rausfliegt, weil einfach die Connection zum Server verloren geht. Ich hoffe, dass das so schnell wie möglich wieder gefixt wird, dass sie das irgendwie in den Griff bekommt und wir dann einfach wieder ganz normal, ganz entspannt Modern Warfare zocken können. Ich würde sagen, versuche ich jetzt noch ein bisschen was mit der M13 zu zeigen. Oha. Besser gesagt mit der Honey Badger. Okay, ich habe keine Munition mehr. Die Waffe ist auf jeden Fall extrem heftig. Lässt sich gar nicht mehr so wie so ein Sturmgewehr spielen. Lässt sich eher so wie eine MP spielen, dadurch, dass es auch dieses 30-Schuss Blackout-Magazin hat, was wirklich extrem heftig ist und die Schussrate um einiges steigert. Also mir kann niemand was erzählen, diese Renetti Akimbo ist einfach die beste Zweitwaffe in dem Game. Es ist so hart lächerlich, wie stark diese Waffe ist. So, ich würde sagen, wir zocken die Runde noch und danach zeige ich euch, wie ihr die Honey Badger aus der M13 machen könnt. Die Honey Badger ist natürlich nicht die einzige geheime Waffe, die man sich durch dieses ganze System freischalten kann. Ich habe zu den meisten geheimen Waffen in Modern Warfare ja schon ein Video hochgeladen, das könnt ihr auch gerne abchecken. Ich habe so eine kleine Serie draus gemacht. Dadurch, dass wir so regelmäßig DLC-Waffen bekommen, gibt es natürlich in Zukunft bestimmt noch einige weitere Folgen mit geheimen Waffen, mit denen man die Möglichkeit hat, einfach zum Beispiel aus einem Sturmgewehr eine MP zu machen oder ein LMG zu machen, was wirklich extrem nice ist. Das beste Beispiel für diese Vielfältigkeit ist, glaube ich, einfach die AK. Man kann theoretisch die AK-74U machen, was eine MP ist, die normale AK. Und natürlich kann man das RPD machen, was zum Beispiel die LMG-Variante der AK ist. Man hat so viele Möglichkeiten, Waffen auf eigene Art und Weise zu spielen. Ich werde, denke ich, auch bald Top 5 geheime Waffen in Warzone machen, indem ich wirklich alle geheime Waffen in Modern Warfare mal teste und gucke, welche Waffe in Warzone am besten ist. Beziehungsweise 5 geheime Waffen, die man so halbwegs in Warzone spielen kann. Und jetzt, bevor es weitergeht, zeige ich euch erstmal meine Honey Badger Klasse, beziehungsweise wie aus der M13 die Honey Badger machen können. So, hier seht ihr nochmal die Honey Badger. Ihr seht natürlich der integrierte Schalldämpfer ist auch am Start, wie damals bei der originalen Honey Badger aus Ghosts. Ich weiß natürlich, es ist nicht 100% die Honey Badger, aber mit diesen Aufsätzen kommt die M13 schon am nächsten an die Honey Badger ran. Auf jeden Fall die Aufsätze, die ihr hier nehmen müsst, sind beim Lauf den Tempus-Zyklonlauf mit dem integrierten Schalldämpfer für die Geräuschschalldämpfung und die Kugelgeschwindigkeit. Dann beim Visier nehmt ihr das GI-Mini-Rotpunkt-Visier. Wie gesagt, ihr könnt jetzt einfach jedes Visier nehmen, was ihr wollt. Könnt ihr natürlich auch das Visier weglassen und eventuell noch einen Griff drauf packen. Dann beim Schaft habe ich den FSS-Nahkampfschaft für die ZV-Geschwindigkeit, einfach dass ihr
noch ein bisschen schneller reinzoomt. Beim Unterlauf habe ich den Kommando-Vordergriff einfach für die Stabilisierung von Rückstoß und die Zielstabilität, was auch sehr, sehr wichtig ist. Und zu guter Letzt bei der Munition haben wir das 30-Schuss-Blackout-Magazin, was das zweite ist, was man freischalten kann. Einfach für die effektive Reichweite, keine sichtbaren Spuren und keine feindlichen Schädel. Und das auf jeden Fall die Honey Badger in Modern Warfare. Testet das Ganze gerne, schreibt mir ein Feedback dazu, wenn ihr mehr so geheime Waffenvideos sehen wollt, indem ich einzelne geheime Waffen teste, die ich jetzt quasi auch schon vorgestellt habe, wirklich nur in einem einzelnen Video. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Falls ihr da direkt Vorschläge habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der Runde. Let's go! Die Honey Badger M13 schmeckt wirklich gut, man kann sie echt gut spielen. Natürlich auf große Distanz ist sie jetzt nicht so präzise, beziehungsweise verzieht einfach extrem auf hohe Distanz. Aber im Nahkampf kann man sie wirklich extrem gut spielen, finde ich. Ich muss auch echt sagen, es freut mich einfach mega, dass die Top 5 Serie so gut bei euch angekommen ist. Ich werde bald wieder die nächste Folge aufnehmen. Ich muss sagen, da wir jetzt quasi auch mit der Honey Badger spielen, Call of Duty Ghosts war eigentlich ein Game, was gutes Potenzial hatte, also versteht mich da nicht falsch. Es war ein Spiel, was wirklich Spaß machen konnte, allerdings gab auch, genau wie in Modern Warfare, viele Faktoren, die das Game halt einfach, ja, extrem nervig gemacht haben. Unter anderem war Ghosts ja ein Spiel, in dem man einfach so schnell umgefallen ist, der Gegner musste einfach gefühlt einfach nur einmal drücken, mit einer Kugel hat man ihn schon direkt gedownt, beziehungsweise es hat sich halt einfach so angefühlt. Und natürlich, was auch ein großes Problem war, waren Maps, die teilweise einfach viel zu groß waren, wie zum Beispiel Stonehaven, und irgendwie auch allgemein hat sich das Game nicht so komplett fertig angefühlt, obwohl es eigentlich gute Ansätze hat, also versteht mich da nicht falsch. Ich hatte ab und zu Spaß in dem Game. Ich habe das Ganze ja schon mal im Video angesprochen, aber ich würde mir einfach so verarscht vorkommen, wenn ich mir jetzt quasi das Talent-Bundle gekauft habe und das Tamagotchi-Bundle gekauft habe, denn das Ganze gibt es theoretisch für 10 Euro einfach nur im Battle Pass, wenn man nur einfach nur grindet. Denn im Battle Pass haben wir einfach einen Hund, den Talent-Skin und sogar das Tamagotchi. Also im Endeffekt hat man all das, was man sich damals gekauft hat in Bundles, in einzelnen Bundles für, ich glaube, insgesamt waren das 30 Euro zusammengerechnet, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, könnte man sich theoretisch einfach alles für 10 Euro kaufen. Natürlich das Ganze leicht abgewandelt, aber im Großen und Ganzen ist es auch dasselbe. Auch wenn jetzt dieser Talent-Charakter aus dem Battle Pass einen Salat auf dem Kopf hat, ist es im Endeffekt derselbe Charakter und wir haben zusätzlich noch einen Hund, was auch so gefühlt der größte Anreiz an diesem Talent-Bundle war. Also wenn ihr irgendwie Probleme habt mit den Headshots bei der M13, dann zockt auf jeden Fall die Honey Badger Variante. Die Waffe macht halt echt gefühlt nur Headshots auf die Distanz. Die M13 ist ja eigentlich bekannt dafür, dass sie so gut wie keinen Rückschuss hat. Allerdings die Honey Badger Variante, die hat natürlich ein bisschen mehr Rückschuss, aber man kann sie auch auf jeden Fall noch gut spielen. Ich habe eben schon erwähnt, dass die Honey Badger halbwegs in Ordnung im Warzone-Modus ist. Deswegen werde ich euch jetzt nochmal kurz das Honey Badger Warzone-Klassen-Setup zeigen. Der einzige Unterschied ist hier einfach nur der Ranger-Vordergriff für den Kommando-Vordergriff. Sonst ist eigentlich alles gleich geblieben. Tempo-Zyklonlauf, GI-Mini-Rotpunkt-Visier, FSS-Nahkampfschaft und das Blackout-Magazin. Und wie gesagt, das einzige, was neu ist, ist der Ranger-Vordergriff für die Rückschusskontrolle und die Zielstabilität, damit man einfach auch auf die Distanz so eine bisschen bessere Präzision hat mit der Waffe. Denn ihr habt gesehen, auf größere Distanz verzieht die Waffe schon ein bisschen. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal live eine Runde Warzone zu zocken und sehen uns in der Runde. Let's go! Ich hoffe, dass wir es irgendwie wenigstens schaffen, dass wir den Loadout bekommen. Oh, mein Aim. Er ist oben, was? Okay, ich habe jetzt aber auch langsam keine Munition mehr. Ah, wo? Ja, safe, er downt mich. Safe, er downt mich. Komm, bitte hol mich, bitte hol mich. Was? Nani? So, Gulag muss auf jeden Fall gewonnen werden. Eigentlich wollte ich euch jetzt noch ein bisschen live Warzone Action zeigen, aber ich habe bis jetzt nur eine Runde gefunden und danach nichts mehr. Deswegen hört euch auf jeden Fall das Warzone Gameplay, was ich letztens mit der Honey Badger erspielt habe. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice geworden und jetzt viel Spaß damit. Ich weiß nicht, wo ist sie? Einer oben am Stein. Rechts, doch rechts. Oh.
So, das wäre es jetzt auch von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Modern Warfare Videos in Zukunft verpassen wollt. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich weiß natürlich auch, dass die Honey Badger, die wir heute im Video gebaut haben, nicht zu 100% die Honey Badger ist aus Ghost. Aber so kommt ihr am 13. auf jeden Fall am nächsten an die Honey Badger ran. Und Leute, das wäre es von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.